Und in Berlin begrüße ich Professor Hubert Kleinert, Gründungsmitglied von Bündnis 90 Die Grünen. Guten Abend. Ja, guten Abend. Habeck versucht einen Spagat zwischen Abschalten und Laufzeitstrecken. Wie reagieren Sie als Grüner der ersten Stunde darauf? Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin zunächst mal ein bisschen verwirrt, weil ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass man sich für den Streckbetrieb entscheiden würde bis zum Frühjahr. Jetzt ist mir nicht ganz klar, was das eigentlich bedeutet, das in Reserve halten. Heißt das, dass vielleicht im November dann entschieden wird, sie doch weiterlaufen zu lassen? Heißt es, dass man auf jeden Fall am 31. Dezember Schluss machen will? Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, so ganz klar ist mir das nicht geworden. Also die technischen Fragen, die werden wir gleich in dieser Sendung. Ja, ich höre Sie. Die technischen Fragen, die werden wir gleich in dieser Sendung mit einem Vertreter vom TÜV besprechen. Mich würde interessieren, wie Sie es denn politisch einschätzen. Was ist denn für Sie das größte Problem mit der Atomkraft? Also politisch ist es ja so, klar, das ist allgemein bekannt. Die Ablehnung der Atomkraft gehört gewissermaßen zur DNA der Grünen. Das war eines der Kernthemen, über das die Grüne Partei überhaupt erst entstanden ist. Von daher könnte man fast sagen, es ist so eine Art Gründungsmythos der Partei. Nun muss man auf der anderen Seite natürlich sehen, diese ganzen Vorstellungen des gleichzeitigen Verzichts auf Atomenergie und Kohle und auf die Kohle hat ja immer für eine zumindest auf mittlere Sicht zur Voraussetzung gehabt, dass hinreichend Gas zur Verfügung steht, um die Grundlast zu bedienen, um jetzt doch wieder technisch zu werden. Das haben wir jetzt nicht mehr. Die Situation, die wir jetzt haben, hat niemand vorhergesehen. Und dem müssen sich natürlich auch die Grünen stellen. Und wenn möglichst kein Gas mehr verstromt werden soll, dann stellt sich die Frage, wie kann man das Gas substituieren? Und dann sind sie wieder bei Kohle, sie sind vielleicht auch wieder bei der Atomkraft. Und da muss man die am wenigsten schlechte Lösung wählen. Das ist für die Grünen natürlich ein Riesenproblem. Aber man kann sich die Realität ja nicht wegwünschen. Eins und eins ist zwei und nicht drei. Na, lassen Sie uns kurz bei der am wenigsten schlechten Lösung bleiben. Wie sehen Sie die Schattenseiten der Atomtechnik im Vergleich zu den Schattenseiten von Stein- oder Braunkohleverbrennung? Das ist nicht so ganz einfach zu sagen. Also natürlich bleibt die Atomtechnologie eine Risikotechnologie. Auch wenn ich nicht abstreiten will, dass es technische Verbesserungen gegeben hat im Laufe der letzten Jahrzehnte. Es bleibt eine Risikotechnologie. Das Risiko eines großen Unfalls ist beträchtlich. Und es bleibt natürlich auch die ganze Problematik der Endlagerung. Daran hat sich eigentlich nichts geändert. Auf der anderen Seite kann es nun auch nicht angehen, jetzt irgendwelche Braunkohle-Dreckschleudern, wie ich vielleicht mal ein bisschen polemisch sagen darf, wieder ans Netz zu nehmen. Wenn wir die Klimathematik wirklich ernst nehmen und ernst meinen, dann muss man da sehr sorgfältig abwägen, was das größere Risiko ist. Und natürlich ist es auch nicht besonders glaubwürdig, wenn wir sagen, wir können den Atomausstieg in Deutschland dann durchsetzen Ende des Jahres, wenn wir gleichzeitig genügend französischen Atomstrom zur Verfügung haben, um die Versorgungslücken abzudecken. Also das ist schon auch ein bisschen wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Formal werden drei AKWs also zum Jahresende ja abgeschaltet, aber so richtig und total ja eben doch nicht. Ist damit der Plan vom, ja, ich nenne es mal historischen Ende des Atomzeitalters gescheitert? Nein, das würde ich nicht sagen. Das würde ich nicht, also es geht ja um Übergänge und Notlösungen in einer besonderen Krisenzeit. Und wir alle hoffen ja, dass diese Krisenzeit irgendwann zu Ende gehen wird. Und an der Tatsache, dass es auf lange Sicht gesehen kein Weg daran vorbeigeht, die Energieversorgung im Wesentlichen auf regenerierbare Träger umzustellen. Ich glaube, da gibt es ja gar keine Diskussion. Es geht um Übergangszeiträume und es geht eben um akute Krisen,
Zeiten und um die Gefahr, dass wir möglicherweise hier wirklich Engpässe bei der Stromversorgung im Winter kriegen könnten, um das abzuwenden. Es geht nicht um eine Neubewertung der Atomtechnologie. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Tschüss nach Berlin. Gerne. Gerne.